Hallo, ich habe für euch eine kleine Übungsarbeit zu den Wahrscheinlichkeiten. Und zwar geht es um die Wahrscheinlichkeiten mit Baumdiagrammen und auch die und/oder Ereignisse. Das heißt, dieser Teil ist jetzt zum Beispiel ein hilfsmittelfreier Teil. Der muss ohne Taschenrechner gerechnet werden. Und ich möchte die Ergebnisse immer als Bruch und als Dezimalzahl und in Prozent angegeben haben. Zeit wäre hierfür jetzt 15 Minuten und dann tauscht man die Arbeit und bekommt seinen zweiten Teil, den man dann mit Taschenrechner bearbeiten darf. Also das hier ist der sogenannte hilfsmittelfreie Teil. Okay, dann schauen wir mal, was man machen soll. Es soll eine Urne, die zeichnet man sich am besten hier auf, mit zwei weißen Kugeln und mit drei schwarzen Kugeln. Jetzt soll man zweimal ziehen und das Ganze ist ohne zurücklegen. Das ist auch wichtig, dass man sich das auf jeden Fall schon mal notiert. Das Ereignis A ist also genau eine weiße Kugel zu ziehen. Aber man muss natürlich beachten, dass man zweimal zieht. Also Ereignis von A, genau eine weiße Kugel. Also malen wir uns ein Baumdiagramm auf. Was kann passieren? Wir können also eine weiße Kugel ziehen. Danach können wir wieder eine weiße Kugel ziehen oder eine schwarze Kugel ziehen. Wir können aber auch gleich beim ersten Mal eine schwarze Kugel ziehen oder dann eine weiße und dann wieder eine schwarze. Die Wahrscheinlichkeiten sind jetzt so verteilt, dass man für die weißen Kugeln 2/5 hat. Und für die schwarzen 3/5. Ihr könnt als Brüche rechnen, aber ihr könnt genauso gut mit Kommazahlen rechnen. Also zum Beispiel 0,4 wäre das und 0,6 wäre das, je nachdem, was ihr lieber mögt. Ich finde Brüche eigentlich immer nicht schlecht, mit denen kann man immer gut rechnen. Dann wäre die Wahrscheinlichkeit, danach wieder eine weiße Kugel zu ziehen, nicht mehr 2/5, sondern nur noch 1/4. Weil wir ja hier ohne zurücklegen hatten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ändert sich beim zweiten Mal ziehen. Hier für eine schwarze wäre die Wahrscheinlichkeit, wenn wir zuerst eine weiße gezogen haben, denken wir uns mal die hier weg. Dann ist also die Wahrscheinlichkeit für eine weiße Kugel jetzt nur noch 1/4 und für eine schwarze Kugel ist es 3/4. Schreibt euch die Wahrscheinlichkeiten auch ruhig immer in einer anderen Farbe dazu. Dann ist es manchmal leichter. Wenn wir zuerst eine schwarze ziehen, ist die Wahrscheinlichkeit 3/5. Das heißt, dann fehlt eine schwarze Kugel. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, eine weiße zu ziehen, 2/4. Und die schwarze Kugel zu ziehen, auch 2/4. Also 2/4 und hier auch 2/4. Ihr dürft natürlich auch 1/2 schreiben. Gut, und jetzt gucken wir uns an, was gesucht ist. Wir sollen genau eine weiße Kugel. Das heißt, jetzt schauen wir mal im Baumdiagramm, welche Pfade das sind. Genau eine weiße Kugel kriegen wir hier an der Stelle, aber eben auch an der Stelle. Also ist es P von weiß-schwarz plus P von Schwarz, weiß. Jetzt noch die Wahrscheinlichkeiten multiplizieren. 2/5 mal 3/4 plus 3/5 mal 2/4 oder 1/2. Und das wäre jetzt entsprechend. Ich lasse das mal doch
hier als 2/4 stehen, dann müssen wir gleich nicht erweitern. Das hat manchmal auch Vorteile. Das heißt, das hier sind 6/20 plus 6/20. Also sind das 12/20 insgesamt. 12/20 müsst ihr jetzt noch in eine Kommazahl umwandeln. Dann sind das 6/10, am besten erstmal kürzen. Dann sind es 0,6 als Kommazahl und 60%. Und dann seid ihr fertig. Also. Und man kann natürlich noch den Bruch nochmal kürzen. Dann sind es noch 3/5. Und jetzt habt ihr es wirklich fertig, alles zusammen, so wie ihr es angeben solltet. Dann kommt die nächste Aufgabe. Nehmen wir eine neue Farbe. Das heißt das Ereignis B. Wir sollen genau 2 weiße Kugeln ziehen. Das heißt, das wäre dieser Pfad hier. Also wäre P von B. Ist also die Wahrscheinlichkeit, dass wir weiß-weiß ziehen. Nochmal als Ereignis aufgeschrieben. Das sind dann von den Wahrscheinlichkeiten her 2/5 mal 1/4. Und das sind dann 2/20 gekürzt 1/10, Kommazahl 0,1 und Prozentzahl 10. Und dann mache ich hier noch mal die Kommazahlen weg. Genau. Höchstens 2 schwarze Kugeln. Das heißt also hier bei C. Ist also P von C höchstens 2 schwarze Kugeln. Das heißt, man kann 2 schwarze Kugeln ziehen. Oder eine schwarze Kugel. Oder keine schwarze Kugel. Welche Pfade sind das jetzt? Das heißt, keine schwarze Kugel. Eine schwarze Kugel ist erlaubt. Hier ist auch eine schwarze Kugel mit dabei. Und hier auch. Also sind das alle Pfade. Und damit können wir sofort 1 bzw. 100% schreiben. Und sind nun direkt fertig. Jetzt das Ereignis D. Die erste Kugel ist weiß. Also welcher Pfad kommt nur in Frage? Das kann der Pfad sein, dass man weiß-weiß zieht, kann aber auch der Pfad sein. Das heißt, wir können also schreiben, P von D ist also P von weiß-weiß plus P von weiß-schwarz. Und dann sind die Wahrscheinlichkeiten 2/20 plus 6/20. Und dann sind das 8/20 oder 4/10 oder 2/5. Wegen der 4/10 0,4
also 40%. Jetzt schauen wir uns an, das Ereignis E. Die zweite Kugel soll schwarz sein, also ist es dieser Pfad und dieser Pfad. Das heißt, P von E ist also P von Weiß-Schwarz plus P von Schwarz-Schwarz. Und die Wahrscheinlichkeiten, das sind einmal 6 Zwanzigstel plus 6 Zwanzigstel. Also können wir auch schreiben mal 2. Dann sind das wieder 12 Zwanzigstel und das W oben 3 Fünftel, 0,6 oder 60%. Jetzt kommt das Ereignis F. Wir sollen das Unterereignis von D und E bilden. Das Unterereignis heißt also, dass die erste Kugel soll weiß sein und die zweite Kugel soll schwarz sein. Das heißt, hier kommt wirklich nur dieser eine Pfad in Frage. Weiß, schwarz. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist 6 Zwanzigstel oder 3 Zehntel oder 0,3 oder 30%. Und zum Schluss das Ereignis G. Wir sollen jetzt von D und E das Oder-Ereignis bilden. Das heißt, für das Oder-Ereignis gibt es ja immer den Additionssatz der Wahrscheinlichkeitsrechnung, das heißt D oder E. Ist einfach P von D plus P von E minus P von D und E. Also brauchen wir nur noch einzusetzen. P von D war 0,4. P von E war 0,6. Und damit müssen wir noch den Schnitt abziehen, den wir jetzt praktisch doppelt gerechnet haben. Das wäre jetzt von F 0,3 und dann ist das Ergebnis 0,7 oder 7 Zehntel oder 70%. Genau, das wäre so eine typische hilfsmittelfreie Aufgabe, die man in 15 Minuten gut lösen kann. Ihr habt natürlich ein bisschen mehr Platz als ich hier und könnt auch auf einem Schmierzettel Nebenrechnungen durchführen. Ihr könnt das Baumdiagramm entsprechend noch ein bisschen größer zeichnen, damit das ein bisschen übersichtlicher alles ist. Okay, das war's. Euch viel Spaß!